Und so, das müsste man hier alles in eine. Hier ist was, da können wir das reinlegen, genau. Dann nichts hier rein damit. Jetzt haben wir deutlich mehr Traglast. Können mal den ganzen Shit dort einsammeln, der dort noch rumlag. Wo war denn jetzt das von mir entdeckte Ding hier? Ja, genau. So, schön schnell hin und her reisen. Hier zum Glück geht das in Skyrim. Hier echt klasse. Ah, mein Pferd ist da. Okay, wir tragen deutlich zu viel, wir können bestimmt nirgendwo hinreisen. Das heißt, ich lade nochmal den Spielstand, wo ich gerade da... ein Hin und Her. Also jetzt müssen wir echt ein paar Mal hin und her reisen, weil ich kann sonst nicht so wirklich was ablegen. Ich brauche nämlich das meiste alles. Genau, also okay, machen wir das so. Wir reisen da jetzt ganz schnell hin. So, einmal. So. Jetzt wieder nach Weißlauf. Und nach Priesenheim. So, dieses ganze kleine Hin und Her müssen wir uns jetzt noch ein paar Mal antun, bis ich alles abgeladen habe. Ich muss auch irgendwie mal was machen, dass man die Traglast erhöht. Da gibt es bestimmt auch so einen Skill, den man erlernen kann. Ist ja nämlich echt super, wenn ich da ein bisschen mehr tragen könnte. Und wieder raus. Wie oft das jetzt noch hier irgendwie diese Auswirkungen macht, das ist schon heftig. Ich hoffe, dass das echt nicht so schlimm ist. Was ist denn das schon wieder? Alter, lass mein Pferd in Ruhe. Dämliche Vampire. Ihr dachtet, ich hätte nur ein hübsches Gesicht. Euer Blut wird euch nicht von mir beschützen. Dämliche Vampire, echt. Echt einen Schock gekriegt. Nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Kein Werwolf, ey, das gibt's doch nicht. Mein Pferd! Das ist mein Pferd, Alter. Lass mein Pferd in Ruhe, echt. Danke, dass du mein Pferd getötet hast. Echt super. Das finde ich richtig klasse. Sorry, Leute. Das macht mich jetzt richtig stinkig hier. Das ist mein Pferd. So.
Mal ehrlich, Leute, ey, das kann echt nicht wahr sein. Mein geliebtes Pferd, oh ja. Komm zurück, ey. Ich bin echt ein bisschen schockiert jetzt gewesen, dass so eine riesen Vampirmeute mich angreift und noch ein Werwolf. Das kann echt nicht wahr sein, Leute. Ich reiß hier hin und her, ich will die Sachen hier alle abholen. Das ist schon mein x-tes Pferd. Wirklich. Mir sind schon so viele Pferde gestorben, das habt ihr auch gesehen. Und das hier ist zwar bockig, aber ich will mir echt nicht noch eins kaufen. Die Zeiten sind vorbei. Ich habe jetzt echt alles auch abgeladen bei mir zu Hause. Jetzt möchte ich noch diese letzten Sachen hier abgreifen. Jetzt muss ich halt nochmal irgendwas wegschmeißen. Am besten was, was ich jetzt hier gerade mal echt kurz nicht brauche. Kann allgemein nicht sein, dass ich mir so viel diesen Stab da, den muss ich mal loswerden. So, ich hoffe, wir können dann endlich mal weitermachen. Wir sind jetzt ganz schön aufgehalten worden. So, hier hau ich jetzt mal den Stab rein. Und diesen komischen Dolch. Dann hat man ja noch dieses Ding hier, ja genau. So. Und dann hoffentlich ein allerletztes Mal zu diesem dämlichen Drachengrab. So. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Irgendwas mit hin und her reißen. Echt mal sorry dafür, aber Skyrim ist halt nicht immer Action. Da muss man manchmal auch so ein bisschen so, ja, sowas machen. Und das ist zwar vielleicht nicht so attraktiv für ein Let's Play, aber das gehört halt dazu. Wir müssen nochmal reisen, ja. Das. Ich kann es nicht ändern. Das ist zu wertvoll, das muss ich mitnehmen. So, jetzt ein allerletztes Mal. Ein Hin- und Hergereise, Leute. So, noch einmal rein. Friesenheim, hallo, ja, wunderschön hier. So, hoch und. So. Ist da noch so ein... Achso. Stab der Zombies, rein damit. Und tschüss. Auf nimmer Wiedersehen. So. Nochmal die Truhe meiner Axt abholen, die da drin liegt. Oh, muss das jetzt sein? Ey, nee, da habe ich echt keine Lust drauf auf den Drachen. Ganz, ganz ehrlich, Leute, ich muss jetzt hier weiter. Ja, habt ihr auch gesehen, da gab es so ein Trollbild gerade im Ladebildschirm. Das soll ja auch neu sein. Wenn man sich für die Dawnguard entscheidet, kann man dann Trolle im Kampf gegen Vampire rekrutieren. Mal gucken, das werden wir bestimmt irgendwann zu sehen bekommen bei irgendeiner Quest. Das würde ich mir dann auch echt gerne mal ansehen. Bin echt so gespannt, was das DLC noch so bietet für uns und deswegen jetzt schnell weiter zu unserem Questziel. Wenn ich hier noch ein letztes Mal diesen Raum hier erkundet habe.
Ja, so ein Zaubertrank der Heilung, sowas habe ich nämlich viel zu wenig. Das nehme ich gerne mit. Ja, nur ein kurzes Panorama-Aussicht, ja. Und dann müsste ich mal kurz sehr nachsehen, wie das so mit den Vampiren, ob ich schon so aussehe wie ein Vampir. Ja, ich habe tatsächlich schon solche, komischen Augen. Also mich hat's da echt erwischt. Ich bin doch echt tatsächlich zum Vampir geworden. Okay, dann mein Hauptargument, nicht zu den Vampiren zu gehen, war ja eigentlich, weil ich kein Vampir sein will. Aber wenn man das dann eh ist durch das DLC, erübrigt sich das ja dann eigentlich. Ist eigentlich ziemlich sinnlos. Aber egal, ich habe ja einen Spielstand angelegt. Das heißt, ich könnte ja auch mal irgendwann dann das als Vampir dann wieder neu anfangen. Ich habe ja so ein Save gemacht an der Stelle, wo man sich entscheiden musste. Deswegen ist das echt nicht so schlimm. Ich habe jetzt eh Lust, gegen Vampire zu kämpfen, die ordentlich einzuheizen und so. Trolle rekrutieren, alles ziemlich geil. Schauen wir uns gerne mal an. Aber mein Let's Play basiert jetzt rein auf der Dawnguard da als Jäger. Und mal gucken, was das halt noch so vorhergesehen ist, dass man jetzt selber zum Vampir wird. Was für Auswirkungen das noch hat. Hier läuft ein herrenloses Pferd rum, okay. Dürfte man sogar mitnehmen. Würde mir aber bestimmt nicht folgen. Dann könnte ich nur temporär reiten. Das hier ist halt mein Pferd und das habe ich zum Glück noch beschützt vor dem Werwolf. Das gebe ich nie wieder her. So, und jetzt ist da die Person, die man noch rekrutieren muss. Und diese Person soll angeblich, habe ich gelesen, dann diese Armbrust-Quest 3 starten. Bin ich echt gespannt. Also eine geile Überarmbrust würde ich mir echt schon gern zulegen. So, wir müssen auf die andere Flussseite. Ja, gehen wir doch mal rüber. Ja, hi, haben wir dich endlich mal gefunden. Ihr habt zufällig einen Sack mit Wemerkreiseln drin gesehen? Ich könnte schwören, ich habe ihn genau hier hingestellt. Vielleicht haben die Schlammkrabben ihn sich geholt. Hab neulich erst eine gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn sie mir gefolgt wäre. Haltet doch bitte die Augen offen, ja? Isran? Will mich? Nein, da müsst ihr euch irren. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, hat er mir klargemacht, dass er meine Hilfe nicht braucht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er seine Meinung geändert hat. Er hat mir einige verletzende Dinge gesagt, bevor er ging. Wie dem auch sei, ich kann mich über mein jetziges Leben nicht beklagen. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet... Also beide, die wir rekrutieren müssen, hat der Isran nicht so gut behandelt. Jetzt müssen wir diese ganzen Streitereien schlichten. Ja, wir brauchen dich, aber unbedingt. Vampire? Wirklich? Oh, und ich vermute, jetzt erinnert er sich daran, dass ich ihm von 3 möglichen Szenarien berichtet habe, in denen Vampire über das Volk herfallen. Nun, was haben Sie vor? Ja, wir haben so einen Elder Scroll. Ich... Damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Interessant. Ich bin mir nicht sicher, was Sie damit anstellen wollen. Aber in diesem Fall macht Isran sich wohl zu Recht Gedanken. In Ordnung, wenn's weiter nichts ist. Es kann wohl nicht schaden, zu erfahren, was eigentlich vor sich geht. Dann kann ich mich auch besser verteidigen. Aber ich kann nicht einfach zurücklassen, woran ich hier gearbeitet habe. Dazu ist es zu nützlich. Ich brauche mindestens einen intakten Dwemer-Kreisel. Also muss ich entweder meine von den Schlammkrabben gestohlene Tasche finden oder mir von irgendwoher einen anderen Kreisel beschaffen. Ihr habt nicht zufällig einen dabei, oder? Nein, habe ich nicht. Es tut mir sehr leid, aber ich kann dieses Projekt jetzt nicht aufgeben. Das verstehe ich. Aber ich kann hier wirklich nicht weg, ohne mindestens ein brauchbares Stück Zwergenausrüstung. Ein einziger Kreisel würde schon reichen. Glaubt mir, die sind wirklich nützlich. Diese Kreisel, die habe ich schon so oft, hätte ich die einsammeln können. Ich habe echt oft schon solche Zwergenspinnen aus Metall getötet. Und es sind immer solche komischen Kreisel dabei. Habe ich natürlich nie eingesammelt, weil ich nicht wusste, wozu.
So, Schlammkrabben haben angeblich ihr Zeug geklaut. Na, ist ja nicht schwierig, so ein paar Schlammkrabben zu töten. Müssen wir nur mal finden. Ich guck mal schnell, ansonsten wende ich meine Überredekunst an. Mich würde es halt mal interessieren. Ich sehe jetzt hier bloß echt keine Schlammkrabbe. Sie halten sich ja immer in Wassernähe auf. Heißt, die müssten schon irgendwo hier sein. Also, wo du die abgelegen lassen hast, also. Es wurde jetzt auch nicht als Quest oder so gestartet. Man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass doch jetzt jeder Spieler so hohe Überredekunst-Skills hat. Ich denke mal, das müsste auch so gehen. Auf die Schnelle treibe ich jetzt keinen Kreisel auf. Ach, da ist ja ihre Tasche! Oh, jetzt habe ich wieder zu viel mit, aber den Weg schaffe ich noch bis zu ihr. Dann kann sie gerne alle Kreise nehmen. Das ist toll. Ich suche nach Schlammkrabben. Und statt dass die mal suchen geht am Fluss, lag er direkt vor ihren Augen quasi. Haben wir es doch noch gefunden. Ja, jetzt kommt das vor wie eine. Als wäre das ewig weit weg, wenn man jetzt so langsam läuft. Aber das haben wir gleich geschafft. Ah, oh, los! Gleich haben wir's. Und bitte sehr. Nur ein einziger Kreisel. Nur einer. Und ich kann wieder an die Arbeit gehen. Das verstehe ich. Aber ich kann hier wirklich nicht weg, ohne mindestens ein brauchbares Stück Zwergenausrüstung. Ein einziger Kreisel würde schon reichen. Glaubt mir, die sind wirklich nützlich. Ja, hier, bitte. Vielen Dank. Das ist nicht viel, aber er wird mir bei einem Teil meiner Forschung von großem Nutzen sein. Wo soll ich mich laut Isran hinbegeben? Ah, er hat seinen geheimen Unterschlupf ausgebaut, nicht wahr? Bin neugierig, was er draus gemacht hat. Sobald ich hier fertig bin, mache ich mich auf den Weg. Wir sehen uns dort. Also gut. Die anderen hättest du auch gerne mitnehmen können, die ganzen blöden Kreisel. Die will ich gar nicht haben. Hier, bitte. Ja, wo sind wir denn gerade so? Wir sollen ja zurück zu Isran. Am besten beenden wir noch die Quest jetzt vor Ende der Folge. Da. Genau, und dann können wir auch beruhigt dann in den Feierabend gehen, in den Dawnguard-Feierabend. Die heutige Vampirjagd zu Ende bringen. Ja. Ich muss natürlich wieder das ganze Stück latschen bis zu der Burg. Und dann müsste das auch genug Videomaterial jetzt für die nächsten Wochen sein, weil ich ja jetzt nicht so viel Zeit habe. Jetzt habe ich mal ein bisschen Dawnguard an diesem Wochenende gespielt und kann euch dadurch, obwohl ich noch viel zu tun habe, dann doch noch mit Videos zu sorgen in nächster Woche. Das ist doch gut. Da sind wir, kann ich mein Zeug machen, was ich machen muss. Und ihr bekommt neue Folgen. Ist doch super, ne? Habe ich mich jetzt hier verlaufen oder was? Oh, das ist das Tor erst jetzt hier. Komisch. Kommt mir irgendwie. Ja, irgendwie steht das erst jetzt hier. Ja, das ist wahrscheinlich während der Quest so geskriptet worden, dass es dann hier steht. Ganz ziemlich cool. Weil, ist auch mal nötig, weil die hier ja, die Vampire hier einfach reingekommen sind. Ist ganz sinnvoll, da mal ein Tor zu machen. Aber in diese dicke Feste muss man erstmal reinkommen. So, dann liefern wir oder schließen wir mal diese Quest ab. Also gut, Isran. Ihr habt uns alle hier versammelt. Ah, das sind ja die beiden. Halt, stehen bleiben. Ah, da oben ist er. Was macht ihr denn da? Ich möchte sicher gehen,
dass ihr keine Vampire seid. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich bin doch ein Vampir jetzt, oder? Wir haben ein Problem. Weil ihr mich schon früher angegriffen haben könntet, nehme ich einmal an, dass es ein Missverständnis war. Und nun gebe ich euch die Chance, wieder gesund zu werden. Geht nach Mortal und findet Falion. Er ist meines Wissens der einzige in ganz Himmelsrand, der Vampirismus heilen kann. Wenn ihr das schafft, hat die Dämmerwacht vielleicht immer noch Bedarf an euren Diensten. Ich werde hier warten. Okay, wir sind natürlich ein Vampir, das haben wir ja von uns auch gemerkt. Und das ist ein Problem, weil der Isran, der will keine Vampire. Natürlich hat es auch blöd, wenn man mit Vampiren Vampire jagt. Das wäre ein bisschen zu komisch, zu paradox. Deswegen sollen wir das jetzt heilen. Das ist doch gut, dass wir uns da heilen lassen können. Dann ist das Problem auch erledigt und kann ich endlich wieder tagsüber rumlaufen, ohne diese Symptome zu haben. Dann lasse ich mich doch gerne heilen. Markieren wir mal die Quest hier. Und ja, dann sagen wir, das machen wir in der nächsten Folge dann. Die gehen wir auf der Suche nach dem Typen, dass wir uns heilen lassen können. Und bis dahin, danke fürs Zusehen, Leute. Ciao.